glaube, wir haben uns mit diesem Neuseeland vielleicht ein bisschen verrannt. Für das Geld kriegen wir 2 Treppenlifte. Ich will überhaupt gar keinen Treppenlift. Hüpfburg statt Treppenlift. In Enkel für Anfänger von Regisseur Wolfgang Groß finden 3 Rentner als Leihomas und Opas eine neue Aufgabe im Leben. Wir müssen doch mal irgendwas machen. Bei Philippa ist wenigstens immer was los. Mit ihrem Enkeldienst. Schulz. Ja, vielleicht sollte ich das auch mal machen. Enkel für Anfänger ist eigentlich eine sehr, sehr feinfühlige Komödie. Und es geht um 3 Senioren, die auf ganz unterschiedliche Art und Weise zu Paten, Opas und Patenomas werden. Das wäre der Yannick. Der Yannick hat gleich eine Zeichnung geschickt. Und wer bin ich da? Die da, in der Kanone drin. Der schießt sie raus. Diese Rentner suchen eigentlich nach einem Sinn in ihrem Leben für diese letzte Strecke. Erinnerst du dich noch an Gerhard? Der schwule Internist mit dem Stock am Arsch. Und sie die unbegabte Pantomime, während der Fisch kalt wurde. Das liebe ich am Alter, dass man sich endlich die Wahrheit sagt. Philippa hat sich ja versucht, ihre Kinder anti-autoritär zu erziehen. Sie ist ja irgendwie noch so ein bisschen so ein Alt-Hippie. Ach, guck mal hier. Nimm mal noch eine Tafel Schokolade für deine Eltern mit. Und der Gerhard, also der kann gar nichts mit Kindern anfangen. Geht gar nicht. Ich find's trotzdem schade, dass du den Victor nicht betreuen willst. Ist überhaupt nicht meins. Jeder will das auch auf unterschiedlichste Art und Weise machen. Der eine ich eben gar nicht erstmal. Ich glaube, der Kontakt zu dem Jungen würde dir sehr gut tun. Die andere, weil sie völlig überdreht ist. Was nervt euch? Und die andere, weil sie langweilig ist. Sehr lebhaft. Lebhaft? Ja, wie man meinungsstark sagt, zu Sturköpfen oder zu Säufern, sie seien gesellig. Oh. Nichts passiert! Für ihre Generationen-Clash-Komödie rekrutierten die Filmemacher ein unschlagbares Ensemble. An der Seniorenfront kämpfen Maren Kreumann, Barbara Sukowa und Heiner Lauterbach. Was haben Sie gemacht? Ich habe mal Altblockflöte gespielt. Kann ich dir mal zeigen? Sag mal, kennst du diesen Mann? Ich bin der Paten. Er will mir seine Flöte zeigen. Er hat ein Riesending. Das ist natürlich das Schönste, was den Kindern passieren kann, dass sie mit Menschen umgeben sind, die ihnen Dinge erklären, die sie ein bisschen erziehen auch. Yannick, nein! Für Karin, für Maren ist es ein frisches Lüftchen. Cool, ein alter Computer mit Drucker drin. Wir alle zusammen, wir mischen halt die Großeltern so auf, dass sie nochmal richtig so ins Leben kommen. Wir sind noch jung, wir können das noch. Yo, check das Teil aus. Copyright mein Bro Date. Ist so! Alter. Mom. Hört sofort auf. Ich fand das Drehbuch so lustig und ich finde das Thema total gut. Was ist mit dieser Herr da draußen? Was soll Victor denn mit mir? Das sind doch verschiedene Welten. Willst du nicht mein Opa sein? Ich weiß, dass viele Senioren sich einfach langweilen. Ich finde die Idee einfach total cool, sich halt Großeltern zu mieten. Ich glaube, so ein Film könnte auch Mut machen, mal was auszuprobieren. Und sich manchmal ein bisschen zu seinem Glück zwingen lassen. Ich will leben und mich nicht immer nur sorgen. Weißt du, wie das ist? Ein Mensch, der dich so nimmt, wie du bist. Es geht darum, dass du, auch wenn du alt bist, kannst du noch Spaß haben wie so ein kleines Kind auf der Hüpfburg. Und hab einfach Spaß, genieß dein Leben. Der Ruhestand kann warten. So macht man das in einer Familie. Das spannendste Kapitel des Lebens kommt erst noch. In Enkel für Anfänger. Meine Eltern sagen, wir essen nur Bio. Dann überleg dir mal, wer der Gemeine ist. Der, der ein glückliches Schwein tötet oder der, der ein unglückliches Schwein tötet. Oh.